Die haben nämlich Lebenskraftschaden und Lebensraub und so einen ganzen Kikifax. Die hauen ein, saugen dir das Leben aus und wenn man nicht gerade eine hohe Lebensschadenreduktion hat, oder wie es auch mal heißen mag, da ist man ganz schön in den Arsch gekniffen. Denn die hauen richtig Schaden raus. Oder war das erst ein Legendär? Also ein Legendär auf alle Fälle. Da bin ich schon so manchmal in den Tod gerannt, wo ich einfach nur mich ausnahmsweise mal treffen lassen habe. Aus Versehen natürlich. Bäm! Und bäm, 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 bäm! Da kann man dann schon ein bisschen angry werden und einfach mal irgendwas rumwerfen. Oh ja, im Multiplayer besonders geil, besonders nice. Wenn man dann auf so einer LAN-Party einfach mal irgendwas rumwirft, weil man dann gestorben ist, obwohl man dann so einen Score hatte, wie bis legendär durchgekommen, nicht einmal gestorben. Ja, okay, das habe ich leider in diesem Let's Play noch nicht geschafft. Oder schon früh verkackt gehabt. Das trifft es wohl eher. Da habe ich mich ja relativ zeitig töten lassen, aber quatschen und spielen, das ist immer so eine Sache, ne? Und konzentrieren. Bam! Zacka, 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 zacka! Bam, Mann! Ach, wie geil das ist. Untote, ja? Zombies. Shaun of the Dead hier. Komm! Zacka, 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 zacka! Ja, die Traumwellen, die kommen auch durch Wände durch. Das habe ich bei Inception gelernt, Mann. Ja, Mann, das sind verschiedene Traumebenen und so. Aber ich finde das auch schon cool, dass es der hin und wieder mal mit seinem Scheiß, mit seinem, ja Scheiß, mit seinem schönen Dornenschild zuschlägt. Also, ja, ich bin immer noch verwöhnt von meinen ehemaligen Spielcharakteren, denn ich hatte ja relativ weit gespielt gehabt und ich hatte auch relativ viele. Drei Stück. Aber die waren auch sehr gut equipped. Denn man kann bei diesem Spiel ein bisschen glitschen. Okay, glitschen. Was heißt glitschen? Man kann ein bisschen mogeln, wenn es um Equip geht. Oh, leck das hier gerade. Und zwar meine ich damit, man hat einen lokalen Spielstand seiner einzelnen Charaktere. Die werden auch mal so abgespeichert, wie der Charakter heißt. Das würde heißen für euch als Außenstehende. Man geht einfach aus dem lokalen Datenträger, sucht sich seinen Charakter raus, der super Equip hat. Dann kopiert man sich diesen Charakter und am besten so auf Desktop oder sonst was. Geht ein Multiplayer, wirft das irgendeinem anderen befreundeten Spieler zu, das Equip, was er haben möchte, wenn er sagt, Alter, das Schild sieht ja total geil aus, wo hast du das her? Dann sagst du einfach, Moment, dann zieht man sich eine Sicherheitskopie von dem Ding, haut sich's auf den Desktop, gibt ihm das Ding, zieht die Sicherheitskopie wieder auf das, also überspeichert dann wieder das Spiel mit der Sicherheitskopie. Und dann hat man halt diesen Ausgangs-Safe-Game mit seinem Super-Equip. Und der Typ, der hat natürlich das Equip auch bekommen gehabt. Also wenn er jetzt diesen Glitch ein bisschen nachvollziehen konnte. Wäre cool, wenn ich euch das mal zeigen könnte. Aber leider, 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 haben alle sich von diesem Spiel abgeschworen, mit denen ich einst es bis zum Erbrechen gezockt hatte. Zocken jetzt hauptsächlich nur noch Ego-Shooter und sagen sich, ey, warum soll ich denn so ein Kackspiel spielen? Das ist doch total Retro. Okay, Retro. Retro ist ja wiederum was Gutes von der Definierung, ne? So. Ich muss mal eben in die Hand schneuzen. Nein, mache ich natürlich nicht. Ich habe hier auch mir schon ein Schnuffeltuch zurechtgelegt. Ich mute mich mal kurz. Thank you.
zum Glück gehöre ich zu den Leuten, die auch mit einer Hand die Nase putzen können. Okay, ich putze meine Nase grundsätzlich mit einer Hand. Aber leider hat der Heuschnupfen wieder Überhand über mich gewonnen. Ich hasse Heuschnupfen, Freunde. Ich hasse ihn einfach. Ach, das ist sehr ärgerlich. Ja, richtig ärgerlich. Viel, okay, ich finde es besonders ärgerlich, weil ich einen Großteil meiner Jugend bei einem Arzt verbracht hatte. Jeden Samstagmorgen durfte ich mir da so eine Immunisierungsspritzen abholen, damit ich ja, damit ich dann immun gegen Heuschnupfenallergie werde. Aber das sieht man ja. Das Antiallergikum, das hat ja super angeschlagen und meine Nase ist überhaupt gar nicht zu und läuft überhaupt gar nicht. Nee, überhaupt gar nicht. Und wenn man das über 5 Jahre gemacht hat, über 5 Jahre, jeden Samstag sollte man da sich seine Scheißspritzen abholen. Ja. Und dann immer eine halbe Stunde warten. Also man ist da nicht nur um 7 hingewandert oder um... Ich glaube, das war sogar 6:45. Bin ich mal hingewandert, weil dann relativ wenige Leute da waren. Am Samstag, das muss man sich mal überlegen. Am Samstag, was da für Menschenhorn immer saßen. Auf jeden Fall saß ich, musste ich dann immer noch eine halbe Stunde warten, weil es hätte ja was passieren können, ne? Ich hätte ja dann auf einmal die Spritze nicht mehr vertragen können und hätte in die Luft fliegen können. Ja, also dann musste ich wirklich immer warten und nie ist was passiert. Ich bin ja auch eigentlich hart im Leben. Aber bei dem Scheiß, ich bin sonst nie krank. Ich klopfe auf Holz. Aber das, nee. Nee, Freunde. Das ist echt ätzend. Wie geht's euch? Habt ihr so eine scheiß Erkrankung? Schreibt's in die Kommentare. Dass ich mir nicht so alleine so blöd vorkomme. Denn mein Bekanntenkreis hat niemand so ein Zeug. Da bin ich wirklich der einzige Depp. Hätte ich mir Dreck fressen sollen in meiner Jugend oder was? Im Sandkasten. Ja. Eine Schippe für den... für die Burg, eine für mich. Eine Schippe für die Burg, eine für mich. Ja, genauso. Das hätte es wahrscheinlich sein können. Naja. Solange wie es immer nur ein Schnäuzer ist. Tut mir leid. Geht's ja noch. Schlimm ist es dann bloß wirklich im extremen Hochsommer. Wenn dann auch noch die Augen anfangen zu drehen. Das trägt beim Autofahren. Hammer. Gut, ja, hier sind ein bisschen viele Vögel. Ja, so eine kranken Vögel hat da. Schau dich schon mal an. What the hell? What the hell? Bam! Oh ja, reines Gefieder. Ich bin mal gespannt, wann wir das nächste Artefakt finden, was wir auch zusammenbauen können. Was, wo wir die Inkredenzien nicht erst im Hades und in Asien finden. Okay, dann sind sie wahrscheinlich auch scheiße. Wenn man sie sich sofort bauen kann, merkt man ja hier bei Nacht, bei Schleier der Nacht oder wie das Ding auch immer heißt, was wir gerade on Mann haben. Schleier der ewigen Nacht, so hieß es, ja. Das hat uns ja überhaupt gar nichts gebracht. Ey, Adrenalin ist angesprungen. Nachdem der Kampf vorbei war. Schön. Gut, hier sind wir ein paar Pippis mit Bögen und Speeren. Umgehauen. Wir kommen auf den Hauptmann und... Bam, aus dem Schatten angegriffen. Die Kampfstandarte darf man nicht unterschätzen.
Aber mich auch nicht. Gut. Jetzt hier nochmal an die Ecke rangeguckt, ob da an der Wand noch was ist. Nö, nö. Außer diese paar Typis da. Kommt her, kommt her, kommt her. Und babam. 274 Gold hat uns das eingebracht. Und hier... Ah, ein Schrein der Regeneration. Aber das ist ein verdammt langer Weg bis nach Athen. Muss ich nochmal so feststellen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ich sag euch, wann wir die Hälfte geschafft haben. Darüber, dann müssen wir dann nochmal über eine Brücke gehen. Erst dann haben wir die Hälfte geschafft. Das ist dann auch noch ein spaßiger Weg. Ab dieser Brücke. Das werdet ihr sehen. Oh ja. Oh ja. Da bin ich froh, dass wir den den Träumer genommen haben. Gut. Ich hoffe eigentlich darauf, dass wir jetzt hier noch ein Lager haben, bevor ich da den Schrein der Regeneration einfach so verballer. Jo, da ist noch ein Lager. Was für eine Überraschung. Ja, das war echt eine Überraschung, dass ich da so gut die Mitte getroffen hatte. Und ich wieder... Ja, da ist die Brücke. Gut. Dann hätten wir fast die Hälfte. Wir müssen ja dann nochmal ein Stückchen, ein kurzes Stückchen halt zurück. Genau. Diogen, das ist mein Schlauch. Bam, bam, bam. Zack und... Gut. Jo, hier frisst das. Ey, Mann, die ist doch voll in unsere Sphäre reingerannt. Oh. Mädels. Frisst das. Aber dass wir so gut wie kein Mana, also nicht so wirklich Mana verlieren, das ist auch geil. Richtig geil ist das. Gut, und hier hätten wir ein paar freundliche Spartaner gesehen, die dort drinnen etwas gefangen haben. Aber das sollten sie mal selber schön erklären, was sie dort gefangen haben und was ihr ganzes Problem ist, wieso hier einer am Boden liegt. Halte ein! Wir haben hier einen Riesenlimos gefangen. Bleib weg! Die Sache ist, wir wissen nicht, was wir damit tun sollen. Nachdem wir gesehen haben, was es mit Leagros angestellt hat. Hui, ja, das ist natürlich richtig mies. Und der hier? Wir haben einen Spähtrupp in die Sümpfe Athens geschickt. Er ist noch nicht zurückgekehrt. Ich habe keine Ahnung, was die Männer aufgehalten haben könnte. Zwei Quests an einem Punkt. Okay, dann schauen wir mal, was da... Alt-Limos, ein Lebensfresser. Ist ein Dämon und jetzt probieren wir mal unser Bestes. Ihr habt ja da nur einen, ne? Gut. So. Das Schöne ist bei den Viechern, dass wir das jetzt so machen. Wie ich es gerade schon gezeigt habe. Wir warten hier auf unsere Cooldowns ab und das Coole ist bei den X-Maxer, dass man immer gegen drei Monster Maximum kämpfen muss. Gegen drei Bossmonster. So. Und da machen wir es halt ganz entspannt. Ui, 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 ui. Eigentlich hängt da auch nur einer rum, aber pff. Wenn wir schon die dreifache Erfahrung haben können, ne? Nehmen wir sie doch gerne mit. Und zack, Kabusch und bang. Die haben uns zwar nichts gebracht, aber naja. Außer hier ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Noch nicht mal, wegen Bossmonster oder so. Du, wie hast du das gemacht? Ein bisschen chillen, Junge. Als du hineingingst, da hatte ich erwartet, der Limos würde... Mich fressen? Ich entschuldige mich, edler Krieger. Ich hatte dich falsch eingeschätzt und gedacht, du wärst ein gewöhnlicher Reisender. Naja, okay, da hätten wir nochmal 3000 EP bekommen. Ich weiß jetzt nicht, hatten wir was bekommen für die drei Typen? Nö. Ich dachte, da kriegt man jedenfalls... Du hast einen Bossmonster besiegt! 3000 EP! 4000 EP und so weiter und so fort. Aber nee, da überhaupt gar nicht. Da haben wir es wirklich bloß, weil wir die Quest absolvieren.